als Parlamentsdirektor sehr herzlich begrüßen zur Geburtstagsveranstaltung 35 Jahre Kuratorium für Journalistenausbildung. Ich danke Ihnen und allen anderen, die daran geglaubt haben, dass Journalismus gute Ausbildung braucht und gute Weiterbildung. Ich danke 17.940 Menschen. So viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in den vergangenen 35 Jahren Weiterbildung bei uns besucht. Die Wurzeln, unsere Herkunft, die Entstehung des Kuratoriums für Journalistenausbildung, die kann uns niemand besser nahebringen als Professor Dr. Heinz Pürer. Im April 1973 ist der damalige Generalsekretär des Verbandes österreichischer Zeitungsherausgeber an mich in Salzburg herangetreten und hat mich gefragt, ob ich in Österreich etwas Ähnliches machen könnte, wie Günter Kieslich das in Deutschland gemacht hat. Im Februar 1974 hat also dann dieser erste Grundkurs stattgefunden und wir haben den dann 1975, 1977 und 1978 noch einmal durchgeführt und es ist dann eben im November 1978 zum Gründungsakt gekommen. Das hat im Haus der Austria Presseagentur stattgefunden und 1982 ist also auch der ORF dazu gekommen. Journalismus zusammengefasst, kämpft ja um seine Existenzgrundlagen schon seit einigen Jahren und mit Sicherheit auch noch einige Jahre. Vielleicht ist das auch, frage ich mich manchmal, vielleicht ist das auch ganz gut so. Denn nur auf diesem Wege, wenn wir uns in Gefahr sehen, stellen wir uns die wichtigen, die richtigen Fragen. Zum Beispiel, treffen wir mit unseren Informationen, treffen wir mit unseren Artikeln, Sendungen und Beiträgen tatsächlich noch das Interesse der Zuschauer? Fragen wir uns eigentlich oft genug, wo liegen unsere Stärken? Was machen die neuen Player möglicherweise besser als wir? Was ist auch überhaupt der Wert unserer journalistischen Produkte? Was ist der Wert unserer Marken, Sendermarken, Verlagsmarken, Persönlichkeitsmarken? Lässt sich eine Marke überhaupt von einem Medium auf ein anderes Medium übertragen und kann man dann damit auch Geld verdienen? Beobachtung Nummer eins: Qualität wird sich immer durchsetzen. Beobachtung Nummer zwei: Kenne den Markt und erkenne die Marktnischen, in denen man sich mit dem eigenen Produkt von der Konkurrenz absetzt. Beobachtung Nummer drei, die sich ein bisschen auch daraus speist: Frage die Menschen, was ihre Erwartungen, Wünsche und Vorlieben geht, wenn es um journalistische Produkte geht. Beobachtung Nummer vier: Man sollte nicht glauben, dass das Produkt, das in einem Medium erfolgreich ist, in derselben Form automatisch auch in einem anderen Medium funktioniert. Beobachtung Nummer 5. Wir müssen mit unseren journalistischen Produkten weiter unterscheidbar bleiben. Und zwar, indem wir einen inhaltlichen Mehrwert liefern. Beobachtung Nummer 6. Wir sollten uns des Wertes unserer Angebote bewusst sein und sie nicht leichtfertig und billig oder kostenlos verteilen, ohne einen Gegenwert dafür zu bekommen. Beobachtung Nummer 7. Wenn man ein Gegeneinander von klassischen und digitalen Medien propagiert, statt ein Miteinander zu leben, wird man in Zukunft keinen Erfolg haben. Beobachtung Nummer 8. Die Politik hat ganz besonders in Deutschland einen gehörigen Nachholbedarf, was die Leitplankensetzung in der digitalen Welt angeht. Beobachtung Nummer 9. Nur ein Satz. Und ich weiß, auch darüber werden wir diskutieren. Journalisten sollten sich auch mit dem Gedanken anfreunden können, unternehmerisch zu denken. Und damit komme ich zu meiner letzten Beobachtung. Das alles geht nur mit gut aus- und ständig weitergebildeten Mitarbeitern. Deshalb freue ich mich auch so sehr, dass wir hier heute eine Institution feiern dürfen, die sich genau darum kümmert. Und zwar, indem sie nicht nur klassisches Handwerk lehren, tun Sie das bitte weiter, sondern auch, indem Sie, was Sie ja nun auch schon tun, wie ich gesehen habe, intensiv die Veränderungen der Medienwelt beobachten, daraus die richtigen Schlüsse ziehen und Journalisten aus Weiterbildungs-, aber auch Weiterdenkangebote machen,
um die Möglichkeiten des Journalismus in einer digitalisierten Welt auch voll ausschöpfen zu können. Vielen Dank und viel Glück. Wir haben aber auch eben gerade schon darüber gesprochen, dass wir Journalismus größere Recherchetiefe ermöglichen. Ist dann aber, Frau Milborn, die Frage an Sie, nicht auch die Belastung in einem unglaublichen Maße gestiegen? Leidet darunter nicht automatisch die Qualität und das auch noch im Minutentakt? Also noch mehr twittern? Ja, genau. Wo die Recherche steht. Ich glaube schon, ja, es ist nämlich doppelt gestiegen. Einerseits sind die Redaktionen geschrumpft, die waren einfach besser ausgestattet vor ein paar Jahren. Zweitens sind die Spezialisierungen aufgehoben worden, also dieses Fotografieren und Schreiben und dann auch noch ein Online-Video dazu machen, nimmt extrem zu, das heißt die Ansprüche. Und drittens ist die Geschwindigkeit gestiegen, in der man rausspielen muss. Das ist etwas, das mir auffällt, das ganz entscheidend sein wird. Es gibt die Recherchetage, gibt es die Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, auch mal wohin zu fahren, ohne dem Redaktionsleiter zusichern zu können und unterschreiben zu können, da kommt eine Bombengeschichte raus, sondern einfach mal nur zur Recherche wohin zu fahren. Ich sehe die ganze Zeit die Sorgenfalten tiefer werden auf der Stirn von Herrn Nikbasch. Mir wurde von verschiedener Seite schon beschieden, ich müsse, Sie haben es heute auch in Ihrem Vortrag erwähnt, ich müsse eine Marke sein. Also ich bin jetzt gefordert, über das, was ich klassischerweise hinaus tue, auch im Namen meines Magazins und in letzter Konsequenz in meinem eigenen Namen, via Facebook und Twitter, Dinge mitzuteilen, die in meinem Heft gar keinen Platz haben. Ja? Also auf 140 Zeichen die Welt zu erklären, ist de facto grotesk und steht vollkommen im Widerspruch zu dem, was ich sonst mache. Aber es wird von mir erwartet. Sie haben eine Ihrer Thesen oder eine Ihrer Lektionen war sozusagen die Frage, ob Journalismus am Leser und an der Leserin vorbei produziert oder überhaupt am Rezipienten. Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Das darf nicht sein, dass man an den Lesern und Leserinnen vorbei produziert. Andererseits ist es aber auch eine gefährliche Frage. Wenn ich mich nur mehr nach irgendwelchen vorgeblichen Leserinteressen richte, dann bin ich also möglicherweise im Boulevardesk aller Journalismen, die überhaupt nur denkbar sind. Und ich glaube, man sollte schon auch erwähnen, also dass Journalismus neben einem Geschäft natürlich auch eine demokratiepolitisch wahnsinnig wichtige Funktion hat. Und ich frage mich schon, also wenn es keinen Qualitätsjournalismus gäbe, wo fände dann die Demokratie überhaupt noch statt? Wo ist dann der Marktplatz, wo die Meinungen ausgetauscht werden? Vielen Dank. Ich glaube, wir alle haben auch gemerkt, wir müssen für diese Unabhängigkeit nicht nur arbeiten, auch kämpfen. Ich glaube aber, dass wir alle die Mittel haben, dass wir auch alle die Möglichkeiten haben. Wir bekommen Resonanz von unseren Lesern, von unseren Zuschauern. Und wenn wir das nicht selber mitgestalten, ich glaube, dann werden wir auch weiter keine Überlebenschance haben. Und ich bin sicher, wir haben sie. Und zwar eine große. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Kuratorin wünsche ich, dass der Übergang, in dem sich Journalismus befindet, dass das Kuratorium hier einen Anteil hat, um diesen Übergang zu schaffen, weil das haben wir ja heute in den Festreden gehört, wir brauchen den Journalismus. Ich wünsche dem KFJ, dass es mindestens so erfolgreich weitergeht, wie es bisher gelaufen ist, nur mal so viele begeisterte Teilnehmer, wie es jetzt waren. Und dass nur viele die Chance bekommen, dass die Ausbildung machen, so wie sie gemacht haben. Ich wünsche mir natürlich, dass die Arbeit weitergeht, dass es eine ausreichende Finanzierung gibt, weil es wirklich notwendig ist, den Journalisten ein Handwerk zu geben. Und in den Redaktionen kann es oft nicht geleistet werden, weil zu wenig Leute da sind. Der Druck riesengroß ist, sodass man sich überhaupt nicht quasi um die jungen Kollegen so kümmern kann. Ich wünsche dem KFJ den finanziellen Atem, das durchzuhalten in den nächsten 35 Jahren, sollen auch in den nächsten 50 Jahren sein, dass die Träger des KFJ verstehen, wie wichtig diese Einrichtung ist für Journalistenausbildung und dass insbesondere auch die Medien verstehen, wie wichtig es ist, ihre Leute dorthin zu schicken, um sich weiterbilden zu lassen. Danke.